Harrods, Londons Edelkaufhaus und Touristenmagnet, gestern Abend Treffpunkt für Prominente, die Geld für das britische Kinderhilfswerk Barnardos sammeln. Atomic Kittens, Natasha Hamilton, Fußballlegende David Seaman, Ex-Nationaltorwart, dessen Autogramme ebenfalls gefragt sind. Wie die von Sternchen und Glamour-Model Melinda Messenger. Eiscreme für die eigentlichen Stars, Kids im Alter zwischen 12 und 4, alle hier, um auf dem Catwalk Mode zu präsentieren. Naomi Campbell, aufgepasst, die Konkurrenz verfügt schon über das nötige Selbstbewusstsein. Kindermode für diesen Herbst, wie sie die italienischen Designer Dolce und Gabbana empfehlen. Klassiker aufgepeppt. Kapuzen gelten als trendig. Atomic Kitten Natasha Hamilton schleppt ihren unglücklichen Sohn Josh, solange es die Schwangere aushält. Aber Josh ist ganz offensichtlich nicht glücklich über so viel Aufmerksamkeit. Trost spenden Freunde. Josh guckt sogar wieder zu. David Seaman mit seinem Nachwuchs gekommen, um benachteiligten Kindern zu helfen. Damit unser Kinderhilfswerk Barnardos überhaupt in den wichtigen Zeitschriften vorkommt, müssen wir wohltätige Aktionen wie diese mit Prominenten besetzen. Ohne Promis geht heutzutage nichts mehr. Stolze Eltern, erleichterter Nachwuchs. Die Kinder-Catwalk-Show endet fast wie bei den Profis, fehlt nur die übliche Verbeugung der Designer. Doch weder Dolce noch Gabbana ließen sich bei Harrods blicken.